Der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen, Johann Gudinus. Ja, danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Heumarkt ist ja ein sehr interessantes Thema und ich kann ja dem Herrn Kollegen Zingi dankbar sein, das heute auch hier in die Kurzdebatte eingebracht zu haben. Ich glaube, dass der Herr Bundesminister Blümel in seiner Antwort ja auch alles gesagt hat. Es gibt einen klaren Fahrplan, einen Drei-Stufen-Plan. Die Anfragebeantwortung auf Ihre Anfrage ist eine ganz klare, dass auch ein Dialog hergestellt wurde mit ICOMOS und UNESCO, der sehr fruchtbar ist. Und natürlich, wie auch schon erwähnt, behält sich die Bundesregierung natürlich vor, alle rechtlichen und verfassungsrechtlichen Schritte einzuleiten, bis hin zur Verfassungsklage, um eben die Möglichkeit zu nutzen, den Erhalt des Weltkulturerbes auch zu bestätigen, dazu beizutragen und dafür zu kämpfen. Der Herr Trotzter, der Vorgänger unseres Ministers Blümel, hat er in Ausschüssen, in vielen Sitzungen, hat mir auch Jesse Lindl bestätigt, ja immer gesagt, es ist nicht möglich für die Bundesregierung, das Weltkulturerbe zu schützen. Hat also hier der rot-grüne Stadtregierung die Räuberleiter gemacht und hat alles drauf und dran gesetzt, um eigentlich hier dieses wirklich fragwürdige Verhalten dieser rot-grünen Stadtregierung zu unterstützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist eine Schande, dass hier bis zur Bundesregierung Türkis-Blau so ein Verhalten überhaupt möglich war, meine sehr geehrten Damen und Herren. Er hat gesagt, das ist nicht möglich. Das hat er im Ausschuss öfter gesagt, aber man sieht ja, es ist möglich. Und dafür kämpfen wir auch, dass eben das Weltkulturerbe erhalten bleibt. Und dafür haben wir uns auch ganz klar in Bewegung gesetzt im politischen Sinne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein anderer Punkt, der mir aber trotzdem erwähnenswert erscheint, auch im Thema Heumarkt, wo ja eine Serie von Skandalen, die im rot-grünen Wien ja die letzten Jahre ja im Endeffekt wie ein roter Faden sich ziehen. Angefangen hat das Ganze ja bei der grünen Regierungsbeteiligung, wo die Grüne Partei, also ihre geistigen Vorväter, die nicht mehr hier im Parlament sitzen, Herr Zingel, eine Urabstimmung gemacht haben. Die Mitglieder ganz klar gesagt haben, sie lehnen das Heumarkt-Projekt ab. Aber dann kam jemand, der hatte anscheinend bessere Argumente. Bessere Argumente, eine schillernde Figur namens Theuner, ja, der hatte anscheinend bessere Argumente als die Basis der Grünen Partei. Und plötzlich, über Nacht, hat die Frau Vasilakou entgegen der Mitgliederurabstimmung ihre Meinung geändert und das grüne Licht für das umstrittene Heumarkt-Projekt wurde gegeben. Also das gesamte Projekt steht schon unter einem sehr, sehr fragwürdigen und schrägen Licht. Aber das Heumarkt-Areal insgesamt stammt ja aus dem Themenkreis Buntes Wohnen, eine rote Wohnbaugenossenschaft. Und wenn der Herr Kollege Wittmann hier ist, dann weiß er, wovon ich spreche, weil er war Aufsichtsratsvorsitzender dieser roten Wohnbaugenossenschaft Buntes Wohnen, die filetiert wurde, die gewinnbringend auf den Markt geschmissen wurde und im Endeffekt die Leute auf der Strecke geblieben sind, die darin investiert haben, ja, und Wohnbaugelder seitens der Stadt geflossen sind. Das ist das Verhalten der SPÖ, wie man es in vielen Wohnbaugenossenschaften sieht, nicht zuletzt auch jetzt im Burgenland, wo er die Staatsanwaltschaft ermittelt, gegen wen, raten Sie mal, den Typen mit den besseren Argumenten, den Herrn Theuner, ja, der jetzt eben angezeigt wurde vom, besseren Teil der SPÖ, dem Herrn Doskozil, ja, der ein bisschen realistischer denkt, ein bisschen vernünftiger denkt, nicht immer, aber im Vergleich zu dem hier sitzenden Teil und vor allem zu dem Teil, der in der Stadt Wien sitzt, da und dort einen vernünftigen Zugang hat. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen diese schillernde Figur des Herrn Theuner, der eben die Finger drin hat bei den Wohnbaugenossenschaften Riedenhof und Gesfö und auch hier ganz klar festgestellt wird als Vorwurf, dass eben Vermögenswerte bewusst zu niedrig angesetzt worden sind und das Land um 40 Millionen Euro möglicherweise geschädigt wurde. Es gilt die Unschuldsvermutung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sind aber genau diese schillernden Figuren, werte Damen und Herren von der SPÖ, vor allem SPÖ Wien, mit denen Sie sich einlassen, die ganze Zeit, wo die Grünen die Räuberleiter gemacht haben mit einer Urabstimmung, die dann entgegengesetzt umgesetzt wurde, nämlich genau gegen die Meinung der Partei, weil es bessere Argumente anscheinend gab als Herrn Theuner. Jeder kann sich seinen Teil denken,
ja, der Däuner, der seine Finger drin hat bei den Wohnbaugenossenschaften im Burgenland, der Däuner, der die Göth, die Wohnbaugenossenschaft Göth, im Endeffekt übernehmen will und hier die MA50 einmal vorläufig einen Stopp gesetzt hat. Überall taucht der Herr Däuner auf, bis hin zu B und C Privatstiftung, der Herr Däuner. Sehr interessant. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man sieht, der SPÖ geht es nicht um leistbares Wohnen, der SPÖ geht es nur um Profit. Es geht nicht darum, dass die Menschen im Endeffekt sozialen Wohnbau erleben, egal in Genossenschaften oder in Gemeindebauten. Es geht darum, die Menschen abzuzocken und dass sich einige SPÖler vielleicht da und dort irgendwie gesund stessen. Das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das lehnen wir ab. Und diese Bundesregierung tritt dafür ein, dass Man setze sich dafür ein, das Weltkulturerbe Heumarkt zu erhalten, betont Johann Gudenus, geschäftsführender Klubobmann der FPÖ.